werden durch die Formulierung "eine Beeinträchtigung liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht, Menschen mit Einschränkungen, die altersbedingt sind, den Nachteilsausgleichen für Menschen mit Behinderung benachteiligt?" Das erkenne ich auf den ersten Blick nicht. Im Gegenteil, für ältere Menschen, insbesondere wenn sie dann pflegebedürftig werden, gibt es ja zusätzliche Sozialgesetzbücher, die weitere Hilfen ausrollen. Und die stehen neben den Ansprüchen aus dem SGB 9 und neben den Ansprüchen aus dem SGB 5. Das heißt, eigentlich ist das kumulativ. Und nur in ganz wenigen Bereichen gibt es Überschneidungen. Sie kennen die alte Diskussion über die Frage von Pflegebedürftigkeit in besonderen Wohnformen. Müsste da das gesamte Regime der Pflegeversicherung auch in den besonderen Wohnformen zur Verfügung stehen? Da gab es eine Untersuchung in Nordrhein-Westfalen, wo man versucht hat abzugrenzen, was ist eigentlich spezifischer Bedarf der Eingliederungshilfe und was ist Unterstützungsbedarf, der sich aus dem Bereich der Pflegeversicherung ergibt. Das ist nicht wirklich gelungen. Und in Wirklichkeit muss man sagen, wenn Sie das vergleichen, die verschiedenen Regime, die wir haben, also beispielsweise eine Personengruppe in einer stationären Einrichtung des SGB 11, der Pflegeversicherung, klassisches Seniorenheim, vergleichen mit dem Personalkörper und den Kostenerstattungen des Staates mit besonderen Wohnformen im SGB 9, dann ist der Nachteil derzeit jedenfalls eher nicht auf der Seite derjenigen, die aus dem SGB 9 ihre Leistungen beziehen. Im Grundsatz ist Alter und das Regime der Pflegeversicherung kein Ausschlusskriterium, auch Leistungen aus dem SGB 9, wenn sie denn behinderungsbedingt sind und nicht spezifisch alterungsbedingt, nicht in Anspruch nehmen zu können.